tackling. Zurück in den Sockenlounge mit dem Christian Brecker, mit dem Baikal, der schon bescheiss ist, und mit dem Peter Zeidler. Peter, wir spielen Word Tackling, das ist nichts anderes als Tabu. Es steht ein Fußballbegriff drauf. Ja. Das darf man nicht sagen. Und die Wörter, die in Klammern sind, darf man selbstverständlich auch nicht sagen. Du erklärst Begriffe, ich muss erraten, ihr erklärt Begriffe. Ah, okay. Du musst erraten. Wir spielen zusammen. Wir spielen zusammen, weil mit denen zwei wenn wir nichts zu tun haben. Man darf einmal sagen, weiter, wenn man es nicht weiss. Mhm. Und das Ganze hat man eine gewisse Zeit. Mhm. 90 Sekunden. Wer fährt an? Ja. Wir müssen anfangen. Ja. So wie ihr da, Peter. Ja. Willst du zuerst erraten oder zuerst erklären? Zuerst erraten. Bei uns. Aber wir sehen, wenn es losgeht, dann ist es wieder noch wart. Nicht schon Karte lesen. Es geht jetzt schon, das ist drin. Achtung, fertig. Los. Wenn man den Bau unglaublich präzise, unglaublich magistral versenkt, ist das was? Kunstschuss. Du bist ein Genie. wenn wir das Fußballfeld vor uns sehen, ja, und da schicken wir immer unsere Außenspieler hin, die müssen bis zu dieser Markierung die Einlaufzone, Aufwärmzone. Bis in der Nähe. Warm-up-Zone. Bis zu der Markierung. Und von da erwarten wir dann einen Rückpass oft zu dem Mittelstürmer, der vom Elfer. Die müssen da durchlaufen, bis sie an diese Markierung kommen. Wie nennt man diese Markierung? Ja, und von dort kann man dann einen Rückpass spielen. Ja, weiter. Kommen wir mit dem Nächsten. Ja, Nächste. Was weißt ja, du? Also das haben wir in den vergangenen Jahren oft gesehen. Diese Sache nach der Meisterschaft oder nach Meisterblues. Was machen da Fußballmannschaften? Meistens auf dem Balkon. Meisterfeier? Ja. Einer ist meistens der Capo in der Kurve hinten dran. Und der tut. Die Fahne schwenken. Wie sagt man dem, auch wenn er bei der Musikgesellschaft vorausläuft? Ja, der Dirigent. Der Dirigent? Nein. Es hat ein Tuch dran, wenn man schwenken kann. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland existiert. Also der Taktgeber, keine Ahnung. Der Fahnenträger. Okay, schade. Wie lange hält der Zick heute? 90 Sekunden. 90 Sekunden. Eine gewisse Überheblichkeit merke ich in deiner Wegen was? Warte, müssen wir das jetzt nachfragen? Kann man nicht so schlecht sein? Du jetzt noch schnell. Nein, die Kamera ist schon gelaufen. Den müsst ihr machen. Den müsst ihr machen. Also sind wir dran. Ja, Achtung, fertig, los. Jetzt können wir es genießen, Peter. Ja. Also, einfach, Christian, sehr wenn, einfach. Wenn das Goal nicht macht, Grundlinie, Grundlinie. Vergebene Goalschuss. Fachwort im Fußball. Ein Torschuss, ein misshaltener Torschuss. Wie sagt man das? Möglichkeit. Lade Zeit, Christian. Eine Chance. Ja, hat noch Torschuss. Also, was ist es für eine? Ein Angriff. Nein, wenn er sie nachher vergibt. Abstoß. Torschuss und er trifft nicht. Was ist Mike, das? Viel von denen kann. Fehlschuss. Genau, danke. Oh, gut. Das hat jetzt geholfen, he? Gut. Dort, wo sich der Peter Zeidler bewegt. Seitenlinie. Ach, so Zone. Gut. Oh, ist das einfach. Oh. Einer, der immer wieder den Kübel kann aufheben kann, ist einer, der. Ein Glücksbringer. In die Richtung, aber was holt er? Meister machen. Ja, jetzt noch mit einem Tier verbunden. Eine Bestie. Ja, ein Mentalitätsmonster. Nein. Zuerst hast du gesagt, IBE ist was geworden? Meister. Und dann das Tier noch dazu, das im Zeug dreht, im Käfig dreht. Meistermaus, Hamsterrad. Genau. Hamsterrad? Das ist schon richtig. Weiter, Christian. Oh. Hamsterrad. Was? Fertig. Ist fertig, oder was? Ja, aber ich sage, bei euch war es 120 Sekunden vorher. Das ist überhaupt nicht wahr. Nein, was Peter? Hamsterrad? Das ist wirklich drauf gestanden. Ja, das ist schon richtig. Geht du Hamsterrad? Ja. Kannst du nicht geben? Sicher nicht. Was? Jetzt muss ich aber sagen, du hast Mal, das ist richtig. Meister hast du gesagt dort. Titel, Hamster und Hamsterrad, die sind bei Welt. Das ist ja nicht das Gleiche. Unentschieden. Also, da wird immer ein Schirum geschoben und alles wird so zurechtgelegt, dass ihr gewinnt. Ist aber auch richtig. Einfach, weil wir Menschenfreunde sind. Wir zwei. Also, gratulieren. Gratulieren herzlich dazu. Die nächste Runde. The Soccer Lounge.
presented by Raiffeisen, every Monday at 7 p.m. on sportlhd.com and We Love Football.